Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit ein paar Entwicklungen, ein paar coole Entwicklungen, die ich mir so aufgespart habe und die machen wir jetzt. Vor allem, weil heute, also heute nicht, aber wenn ihr das Video seht, ist es Freitag und ich bin auf dem Weg nach Oberhausen. Und es kam letztens das Video, wo ich meinen Beutel vorbereite und versuche alles zu lernen, damit ich so viele Pokébälle wie möglich habe oder sammeln kann. Dementsprechend hier auch muss ich noch ein paar TMs loswerden. Das heißt, das passt perfekt, wenn ich. Oh, oh mein Gott, was ist hier los? Krasser Cluster-Spawn, der auch wieder verschwunden ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar entwickle, dann, und die nicht die perfekten Attacken haben, können wir ein paar TMs verbrauchen. Und dann haben wir wieder Platz im Beutel für Oberhausen. Ein paar Sachen wisst ihr eh, hatte ich bereits länger vor, zum Beispiel das 98% Voltilamp. Ich habe noch nie einen Ampharos entwickelt. Bisher alle wild gefangen, ich glaube zwei oder drei. Wird mal langsam Zeit, dass ich einen entwickle. Und dann noch so ein paar andere Sachen im Inventar. Meistens 100% Pokémon. Aber das sehen wir uns jetzt eh gleich an. Oh, nachdem ich dieses Abwehr hier gefangen habe. Manchmal habe ich so einen ganz kleinen GPS-Drift. Und dann echt nur Millimeter. Da lande ich halt ganz knapp hier so neben der Straße. Und da kommen halt die ganzen Pokémon. Genau, ihr könnt sehen, ganz leicht von der Straße bin ich abgekommen. Jetzt checken wir erstmal die Pokémon ab. Recent, nicht recent. Number. Ein Visafleur, auf jeden Fall, wieso nicht? Kann man schnell entwickeln. Gepusht wird heute nichts. Ich bin immer noch auf Sparmodus. Letztens Skillwatts gepusht für die Dreimann-Challenge, die ihr euch übrigens auch noch anschauen könnt. Aber hier erstmal hängt es. Okay, jetzt. Dieser Flow momentan nicht so wichtig. Vielleicht später dann gegen Suicune, aber momentan kein Nutzen. Rankenhieb, das weiß ich. Auswendig will ich bei dem haben. Aus Erfahrung. Kann, glaube ich, Rasierblatt und Rankenhieb. Und da bin ich auf jeden Fall ein Rankenhieb-Fan. Schauen wir mal. Razor Leaf und Sludge Bomb. Gar nicht gut. Erstmal Praise hier, damit ihr seht, dass der 100 ist. HP, Attack, Defense. Okay, der kriegt auf jeden Fall ein TM. Und dann fangen wir auch noch gleich das Klamurks hier. Wir brauchen alle EPs, die wir kriegen können. Und Winewood. Okay, mein Charakter läuft ein bisschen zu verrückt. Klamurks wieder weg. 100er Glurak können wir auch machen. Dann kann ich mein jetziges Glurak wegschmeißen. Es bringt auch mal einen Platz mehr im Beutel. Ist auch nicht schlecht. Glurak früher echt selten gewesen. Das letzte Pokémon, das mir gefehlt hat, ich musste extra mit Glumanda gehen. So richtig, richtig viel. Es gab nie ein gescheites Nest. Und dann kam das Starter-Event und danach gab es so viele Glumanda-Nester. Aber davor richtig, richtig selten. So, Glurak. Firespin Overheat. Also Overheat ist Hitzekoller, glaube ich, das ist schon mal gut. Firespin weiß ich gerade nicht auswendig. Aber das checken wir gleich noch ab danach. Erstmal hier der Beweis, dass er 100 ist. HP, Attack, Defense, 15. So. Gehen wir nochmal durch, was ihr hier entwickeln könnt. Hier. Slimer ist ganz cool. Slime Mock. Wieso nicht? Machen wir den mal. Auch da muss ich gleich noch die Attacken nachschauen. Da machen wir das gleich. So. Erstmal Glurak. Game. Also ich schaue die meistens immer bei Gamepress nach. Gamepress Glurak. So. Infestation. Das will ich, glaube ich, schon mal nicht haben, ganz sicher, weil der Käfer ist. Aber wie gesagt, das schauen wir gleich. Erstmal zurück zum Glurak hier. Feuerwirbel Hitzekoller, Firespin Hitzekoller, das ist es. Perfekt, perfektes Moveset. Ansonsten Luftschnitt Hitzekoller wäre auch nicht schlecht gewesen. Und Flügelschlag Hitzekoller, aber Flügelschlag ist Legacy.
Alles klar. Feuerwirbel-Hitzekoller. Top. Dann können wir noch den hier kurz abchecken. Attack, Defense, Strong. Okay, der wird direkt verschickt. Brauche ich nicht. Also ich brauche eigentlich immer nur einen von jeder Sorte. Da mache ich mir keinen Kopf. Das andere war Slimog. So. Slimog. So. Gift, Heap, Mülltreffer. Mülltreffer habe ich, Gangshot. Jetzt brauche ich Gift, Heap. Säuges Legacy. Schleckers Legacy. Plage ist schlecht. Okay. TMs haben, also nicht TMs, Moment, erstmal Griffel. Ich würde sagen, die Quick Moves, es gibt meistens nur zwei. Außer Aquana. Aquana hat glaube ich nur einen. Aber ansonsten gibt es nur zwei, sprich jedes Fast-TM ist auf jeden Fall sicher, dass du die andere Attacke bekommst dann. Weil es nur zwei zur Auswahl gibt, wenn du eine schon hast und die nicht nochmal drankommen kann, dann kriegst du garantiert die andere. So, Griffel gefangen. Dann können wir schon mal ein weiteres TM wegschmeißen. Also verwenden und Platz schaffen. Ihr könnt sehen, mein Charakter läuft verrückt herum. Macht euch keine Sorgen. So, 100%. Infestation weg und Poison Jab ist Gift Heap, genau. Perfekt. Dann können wir gleich mal die anderen Slimox noch abchecken. Ich weiß, einer ist 98, den können wir behalten. Aber der andere, den könnte ich eigentlich wegschmeißen. So. Nur noch schauen, welcher von denen das ist. HP 15 und der müsste 2 Werte auf 15 haben jetzt. HP und Defense 15, genau. Das heißt, den können wir wegschmeißen. Und tja. Dann habe ich hier noch einen Chanerga, 100%, aber Level 1, nur 20 WP. Habe ich beim Event gefangen, beim Oster-Event. Nicht Oster-Event, Valentins-Event, wo alles rosa war. Aber erstmal hier, der Check. HP, Attack, Defense, 15. Ich habe noch nie einen Terga entwickelt, alle nur gefangen, wild. Dementsprechend habe ich auch kein gutes. Und den würde ich auch nicht hochziehen, aber entwickeln kann man den zum Spaß. Bongos habe ich eh genug, ich mache mit denen eh nichts. Schauen wir mal. Check mal gleich die Attacken ab. Hi. Terga. So. Und Zen Headbutt Psychic. Zwei Psycho-Attacken. Ich bin echt gespannt, was da das beste Moveset ist. Und Hyperstrahl. Zen Headbutt Psychokinese. Ist das schlechteste. DD. Okay, krass. Und das letzte Pokémon jetzt? Auf Englisch heißt er, so, genau. 98% Level 30, wild gefangen. Als er kam in der Map, im Scanner, wollte ich nicht mal holen. Weil damals lief die Map noch auf 100%. Und da war ich noch radikaler, echt nur 100%. Aber Level 30 kann man schon mitnehmen und der war echt nah. Ich musste, glaube ich, nur 3 Stationen von der U-Bahn fahren, also von der Uni mit der U-Bahn. War echt 5 Minuten oder so, 1 Minute runter zur U-Bahn. 3 Stationen, 3 Minuten und dann rauf, 1 Minute. Habe auch lange Candies gespart. Bin, wie ihr wisst, lange mit dem gegangen, damit ich den irgendwann mal pushen kann auf Max. Aber wie gesagt, noch nicht jetzt. Wird jetzt erstmal wieder gespart. Check mir die Attacken ab. Ich weiß, dieser Kreisel, ich hasse diesen Kreisel. Ich habe einen Ampharos Wild gefangen, der hat diesen Donnerkreisel. Und der ist richtig, richtig schlecht. Ich hasse die Attacke. So langsam. So, Void Switch, genau, so heißt die Attacke. Beste Moves, was? Void Switch Zap Cannon. Erstens, wieso ist das jetzt auf Englisch auf einmal die Seite? Davor war es auf Deutsch. Und wieso ist AC zuerst an erster Stelle und dann kommt AA? Charge Beam Zap Cannon. So, Charge Beam und Void Switch scheinen identisch zu sein. Jetzt bin ich mir nicht sicher, welches von den zwei Attacken dieser Kreisel ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es unten in die Kommentare, dann werde ich es ändern. Falls es der Kreisel ist, auf jeden Fall direkt weg. Ansonsten Focus Blast, richtig schlecht. Kampfattacke. Er könnte noch Zap Cannon und Donner, aber wie gesagt, von den Charge-TMs will ich erstmal nichts verbrauchen.
Und richtig verrückter GPS-Drift hier zu den Stops hier. So, das war's. Ein paar coole Entwicklungen, die ich mir jetzt die ganze Zeit aufgehoben habe. Slimog ist eigentlich echt cool, echt unterschätzt. Endlich mein erstes Ampharos entwickelt und auch endlich mein erstes Hyterga entwickelt. Die zwei hatte ich bisher nur wild gefangen. Aber schreibt unten in die Kommentare, was ihr so in letzter Zeit cooles entwickelt habt oder wofür ihr echt lange gebraucht habt, damit ihr es endlich entwickeln könnt. Ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Wir sehen uns in Oberhausen. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Und folgt mir auf Instagram, Twitter und Facebook, damit ihr Bescheid wisst über alles. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.